Strongy! Woo! Ausverkaufte Hütte, Comedy Clash, Finale. Ey, ihr habt ein geiles Finale heute, oder? Geiles Liner. Mach mal bitte nochmal Lärm für alle Comedians, die schon da waren und noch später kommen. Geil. Sehr, sehr geil. Schön hier zu sein. Geiles Publikum, weiß ich jetzt schon, Alter. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe ein kleines Trauma vor einigen Jahren aus Stuttgart mit nach Berlin genommen. Ich hatte mal was vor einigen Jahren mit einer Stuttgarterin und sie fing an mit Dirty Talk und machte dann irgendwann mittendrin so, oh ja, gib's mir, oh, gib's mir. Leute, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich habe mitgemacht. Ja, okay, ich mag neu, ja, ich mag neu, ich denke, okay. Ja, das war mein, also sie hat auch ein Trauma, wie ihr merkt, ne? Ich will mich natürlich noch mal ganz kurz vorstellen für Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Tutti Tran. Meine Freundin nennt mich Hasi. Meine Mutter Sohn und mein Vater Arschloch! Ja, also, wisst ihr ungefähr Bescheid. Ich liebe meinen Vater, wirklich. Mein Vater liefert einfach so geile Geschichten. Ich muss da gar nichts mehr drum basteln, ich muss einfach nur erzählen. Bevor ich weiterzähle, kennt ihr noch Schlecker? Guck mal, für alle Leute, die nicht wissen, was Schlecker war, ich erklär's kurz. Schlecker wurde so konzipiert, dass man perfekt klauen konnte. Guck mal, wie viele Leute geklaut haben. Guck mal, merkt ihr gerade selber, wa? Merkt ihr, guck mal, wie viele Leute geklaut haben. Ja, warum konnte man klauen? Schlecker, schmale Gänge, keine Kameras und immer nur eine Mitarbeiterin. Es war, oder? Es war immer nur eine da. Das heißt, wenn du bezahlen wolltest, hieß es von hinten, ich komm gleich, war so vorne, konntest du hinten klauen. Ja? Meine Mutter hatte mal meinen Vater zu Schlecker geschickt. Ja? Der sollte Binden kaufen. Und ich finde es immer geil, wenn Frauen nochmal versuchen, ihren Männern das höflich beizubringen, weil wir es einfach nicht checken. Mein Vater ist aber so, er weiß alles besser, also grätscht er wieder rein. Meine Mutter wollte gerade noch erklären, was sie braucht. Und er so, ja, 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 ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich bin nicht dumm. Dann guckt er zu mir rüber und sagt so, ey du, Junge, Arschloch, einkaufen. Da standen wir bei Schlecker in diesem schmalen Gang, greift ins Regal, zieht eine Packung raus, guckt mich an. Dieser? Ich sag, Digga, keine Ahnung. Ja, du bist auch dumm. Schiebt die Packung wieder rein, zieht die nächste Packung raus. Vielleicht hat, ja, vielleicht hat. Ich guck mir die Verpackung an und denk mir so, ich glaube, Mama schiebt sich unten keine Spültabs rein, Vater, Alter. Das ist es nicht, ja. Und was passiert? Mein Vater fragte natürlich die einzige Mitarbeiterin, und wie machen das ausländische Eltern? Mit Händen und Füßen, oder? Er wollte höflich sein, hat sie gesiezt, dann geduzt. Er sagte so, hallo, sie, du, sie, hab eine Frage. Sie, du. Ja, du, hab eine Frage. Für mein Frau unten. Wie bitte? Ja, ich war ja auch nicht, normalerweise ich unten, aber für mein Frau heute unten. Ich weiß leider nicht, was Sie meinen. Können Sie es vielleicht nochmal filigraner erklären? Nein. Für mein V unten, hier, Magda, da. Leute, wenn du nicht wusstest, worum es ging und du gerade in der Sekunde an der Schleckerscheibe vorbeigelaufen bist und du reinguckst, da hast du einfach diesen vietnamesischen Vater gesehen mit seinem Sohn und alle dachten so, oh, sexuelle Belästigung, Alter. Vor allem so ohne Ton. Ja. Danach haben die zugemacht, ja? Die waren nie pleite, die haben danach zugemacht, Alter. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Freundin bei meinem Vater essen, ich liebe sein Essen. Und meine Freundin lebt seit ungefähr einem Jahr jetzt vegan. Und versucht das mal einem vietnamesischen Papa zu erklären, dass du kein Fleisch mehr isst. Wir sind angekommen und sie erzählte, hey Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Vater heißt Philipp. Auf den ersten Blick würde die denken so, Ping Pong, nee, der heißt Philipp. Unterschreibt heute immer noch mit Philips. Ja, das ist sein Ding. Es ist einfach sein Ding. Schön, hier noch erklärt. Super, schön. Ja. Also flach funktioniert heute auch hier in Stuttgart. Finde ich gut. Wenn euch flach gefällt, gefällt euch auch mein Pimmel. So, machen wir direkt weiter am Text. Nein. Konzentriert euch. Ganz kurz weiter. Auf jeden Fall sagte meine Freundin, hey Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte dir nur ganz kurz mitteilen, ich esse kein Fleisch mehr. Und du hast einfach an dem Blick meines Vaters gesehen, der sieht gerade den Vietnamkrieg von vorne. Nein. Nicht schon wieder. Dann hat sie gefragt, weil er das wissen wollte. Er wollte es verstehen. Du kein Fly mehr. Warum du kein Fly mehr? Ja, ich fühle mich irgendwie besser, habe weniger Allergien und ich liebe Tiere so sehr, ich kann das nicht mehr. Mein Vater guckt meiner Freundin in die Augen und sagte eiskalt, vielleicht morgen.
So, jetzt dachte ich, er hat's kapiert. Am selben Abend gab es nämlich unsere traditionelle vietnamesische Reisbandnudelsuppe. Pho Bo. Die habt ihr schon mal gesehen, gegessen, bestellt. Sorry, ich weiß, die Deutschen sagen Pho Bo. Manche sagen auch Pho Bo. Ja, original heißt das Pho Bo. Ne, ihr hört's raus, ich komme aus Sachsen. Nee, nein. Original, jetzt könnt ihr was lernen, original ist die Suppe mit Rindfleisch. Ne? Pho heißt die Suppe, ja, Bo heißt auf vietnamesisch Rind. So. Mein Vater serviert die Suppe, legt die Schüssel vor die Nase meiner Freundin. Meine Freundin war noch am Handy auf Instagram irgendwas einstellen, hat es nicht gesehen. Ich sehe aus meinem Augenwinkel... Digga, da schwimmt Fleisch, Alter. Ich versuche unterschwellig, meinem Vater Bescheid zu geben, damit meine Freundin nicht mitbekommt, dass er verkackt hat. Ich sag, Papa, da ist Fleisch drinne. Ha? Da ist Fleisch drinne. Ich sag, was? Die ist kein Fleisch mehr. Ich sag, nee. Dann guckt er mich an und sagt eiskalt, ja, wat sinnig, wai mag sinnig, hi. Mein Name ist Rudi Tran, Stuttgart, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf eure Votes. Bis nachher, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schaut mal hier. Für weitere unterhaltsame Videos, klickt mal rein und abonniert ganz vergessen. Nicht vergessen. Ihr habt vergessen zu abonnieren, das wollte ich auch sagen. Hier unten. Also, hier. Ja, das ist ein Fall nach unten. Aber ihr seht das doch schon nicht. Wann kommen jetzt da? Na? Und für die ganze Folge vom Stuttgarter Comedy Clash, hier, ARD Mediathek. Hier, so ein bisschen Richtung Asien, da lang. Ne? Viel Spaß damit.